Bis Mitte des 19. Jahrhunderts galt Kaitum als Hauptort der Insel Sylt. Hier praktizierte der einzige Arzt der Insel und es gab die einzige Apotheke. Kaitum liegt auf dem Ostteil der Insel. Das angrenzende Wattenmeer unterliegt dem Gezeitenstrom. Bekannt ist die evangelische Kirche St. Severin. Auf dem Friedhof haben alte Sylter Familien ihre letzte Ruhe gefunden. Darunter sind namhafte Kapitäne und mehrere bekannte Persönlichkeiten aus Kunst, Politik und Kultur. Interessant sind die großen aufgereihten Grabsteine aus dem 18. Jahrhundert. Im Innern der Kirche sind viele Feldsteine verbaut. Der um 1250 gefertigte Taufstein ist das älteste Relikt. Sehenswert ist der Schnitzaltar mit Tafelbilder aus der Passionsgeschichte. Schönheiten wie die Kanzel, Kronleuchter und Orgel sind Stiftungen von Sylter Kapitänen. In der Kirche finden saisonal jeden Mittwoch Konzerte statt.